Ja, hallo und herzlich willkommen. Darf Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Für Ihre und eure Fragen steht unser Cheftrainer Christian Brandt zur Verfügung. Hallo Christian. Wir rechnen mit 13.000 bis 15.000 Zuschauern. Die Kassen werden um 12 Uhr am Spieltag öffnen, das Stadion um 12.30 Uhr. Da wir eine große Choreo zum 50-jährigen Jubiläum des FC Hansa Rostock planen, würden wir alle Zuschauer und Besucher bitten, pünktlich zu sein. Alles, was das Sportliche angeht, wird Christian Brandt beantworten. Deshalb bitte ich gleich um eure Fragen. Kai Rehberg, Hallo, ich weiß Ostsee-Zeitung. ja, wie ist die Personalsituation im Moment? Ja gut, Marco Kofler ist gesperrt. Sonst sind eigentlich soweit alle an Bord. Der Markus Gröger hat da die Schultergeschichte. Christian Dorda ist noch nicht wieder einsatzbereit. Aber sonst sind, glaube ich, alle da. Sven Grieser, Antenne MV. Alle heißt auch, die Neuverpflichtung könnte möglicherweise nicht bloß im Kader sein, sondern auch spielen. Ja, wäre möglich. Kai Rehberg. Wie geht man als Trainer nach so einer Leistung in Köln, die ich so mal, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, aber was mir berichtet wurde, war es eigentlich so ein mehr oder weniger Kollektivversagen bis auf den Torwart. Wie geht man in so einer Woche danach mit der Mannschaft um und wie versucht man, sie wieder auf die Beine zu stellen, sozusagen? Ja, also 5-1 ist natürlich relativ herbe Niederlage und trotzdem gibt es auch in so einem Spiel, man teilt das Spiel dann auch in mehrere Phasen ein. Also man muss einfach sagen, dass wir in 5 Minuten 3 Gegentore bekommen haben und das war sicherlich ein richtig, richtig großer Schlag auch für die Mannschaft. Das hat man ja auch noch im Verlauf der Woche angemerkt. Dann waren wir wieder dran. Das war dann die zweite Phase und die dritte Phase ist dann mit der gelb-roten Karte gekommen mit dem Marco Kofler. Und dann kam die dritte, vierte Phase, wo wir einfach noch 2 Tore kassiert haben, das war einfach zu viel. Da haben wir uns dann nicht mehr so geschickt angestellt. Aber trotzdem muss man sagen, dass sie, auch wenn es natürlich sich bekloppt anhört, aber die 20 Minuten nach der Pause, wo wir die Chance hatten, auch noch auf 2:3 zu verkürzen durch den Michael Gadowski, das war von der Leistung da in der Phase okay. Also immer mit Vorsicht ausgedrückt, weil wir haben am Ende 5-1 verloren und da bleibt nicht mehr viel Positives übrig. Zu der Woche kann ich einfach sagen, klar, die Jungs waren bis Montag, einschließlich Dienstagmorgen, so ein bisschen auch noch immer in so einem Lähmungszustand und auch noch sehr, sehr betroffen aufgrund der Niederlage. Dann haben wir Video geschaut am Montag auch. Dann ist es so, dass das dann im Verlauf der Woche mit dem Training, das ist auch das Gute im Fußball, dass das nächste Ereignis schon ansteht, dass dann die Stimmung auch immer besser wird und heute war es eigentlich eine richtig gute Stimmung, eine richtig gute Trainingseinheit. Hans-Jordan, Ostsee-Anzeiger. Wie ist das zu der gelb-roten Karte gekommen? Und wie wird das ausgewertet? Und was hat Kofler selber dazu gesagt? Man muss doch irgendwie ein bisschen was erfahren dazu. Das kann man doch nicht so ohne weiteres zur Tagesordnung wieder übergehen lassen. Hat doch Das auch hat niemand doch gemacht. wesentlich zum Endstand des Spiels auch beigetragen. Haben Sie völlig recht. Also ich kann Ihnen einfach sagen, ich bin auf dem Weg in die Kabine gewesen und wir haben überlegt, okay, was ändern wir personell, taktisch, ändern wir was in der Grundordnung oder was machen wir? Und dann ist der Frank Scheller zu mir gekommen und gesagt, der Marco Kofler hat eine gelb-rote Karte bekommen. Da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil das Spiel ist ja zu Ende. Und das ging aber trotzdem und dann in den Fernsehbildern, die uns zur Verfügung stehen, da sieht man nicht so richtig viel. Und ich habe da mit dem Marco gesprochen, der hat mir erklärt, wie es war. Man muss dazu wissen, dass der Wolfgang Stark ist ein Bundesliga-Schiedsrichter. Das ist jetzt kein Schiedsrichter, der irgendwie sehr kommunikativ ist, der groß mit den Spielern spricht. Der hat seine Linie, die hat er auch in dem Spiel durchgezogen. Der war klar in der Spielleitung. Und der Marco hat dann mit ihm diskutiert und hat, ja, so wie er es mir erklärt hat, dann gesagt, er hätte dann ihm irgendwie, ja, keine Ahnung, freundschaftlich so auf die Schulter geklopft und gesagt, okay, zweite Halbzeit, alles wieder gut. Und da hat der Schiedsrichter zu ihm gesagt, niemand langt mich an und hat ihm die gelb-rote Karte gegeben. Und das ist natürlich, ja, das ist für uns dann in dem Moment egal. Ich habe das mit ein paar Tagen Abstand, dann kann ich das natürlich auch wieder anders bewerten, aber das nützt uns nichts. Klar war das eine saudämliche Aktion, das weiß der Marco, das ist sanktioniert worden innerhalb der Mannschaft. Und er weiß auch selber, dass er uns dadurch sehr geschadet hat, weil wir gerade in der Phase waren, wo wir wieder zurück ins Spiel wollten.
Aber das ist jetzt vorbei. Für mich ist das jetzt, liegt das lange zurück. Aber es ist keineswegs so, dass wir das einfach so unter den Teppich kehren. Wir haben das aufgearbeitet, haben das mit dem Marco besprochen, haben das auch im Team besprochen, wie man sich zu verhalten hat. Und es ist einfach so, wenn ein Bundesliga-Schiri kommt, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer, als wenn jetzt irgendwie ein Schiedsrichter aus der dritten Liga kommt, der relativ jung ist und noch nicht so viele Einsätze dazu verzeichnen hat. Mit denen kann man irgendwie vielleicht noch manchmal eine etwas andere Kommunikation pflegen, aber mit Bundesliga-Schiedsrichtern, ja, da ist das einfach manchmal, und gerade mit Herrn Stark ist das eher schwierig. Gerne. Jan Dittjugait, NDR 1 Radio MV. Ja, die Mannschaft ist jetzt am Sonntag dann noch zurückgefallen auf dem Abstiegsplatz. Vor Weihnachten habt ihr ja gesagt, das ist schon wichtig, dass man eben auch das Gefühl hat, über die Feiertage und über den Jahreswechsel eben nicht dort zu stehen. Ist das so eine Situation, wo man, wenn es gut aussieht, für sich nutzen kann? Und wenn es eben wie jetzt eben nicht so gut aussieht, dass man das dann ausblenden kann? Ja, ist doch einfach so, die Fakten sind so, dass wir wieder auf einem Abstiegsplatz sind. Und das ist ja, das ist halt scheiße. Also, und wir haben das, was wir uns vor der Winterpause aufgebaut haben, das haben wir mit einem Spiel mehr oder weniger wieder umgestoßen. Aber mit dem ganzen Programm, da haben wir einfach alles falsch gemacht. Und jetzt sind wir natürlich wieder unter Druck. Wobei auch klar ist, dass dieser Abstiegskampf, der kommt im Februar, März natürlich in die entscheidende Phase. Und jetzt geht es darum, Nerven zu bewahren, ruhig weiterzuarbeiten, negative Erlebnisse wie das jetzt wegzuschecken und das nächste Spiel wieder in Angriff zu nehmen. Aber es gibt da noch eine Menge Spiele zu spielen und es gibt immer wieder Rückschläge, aber entscheidend ist, wie geht man damit um. Und ich bin auch gespannt auf Samstag, wie die Mannschaft reagiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass da eine richtige Reaktion auch kommt. Die muss auch kommen, ganz klar. Also das ist nicht anders möglich. Adrian Wittwer, Bild-Zeitung. Was genau muss denn passieren? Außer, dass mehr Leidenschaft und mehr Kampfgeist reinkommt. Was fordern Sie konkret von der Mannschaft? Ja, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das ist mal die Grundvoraussetzung, überhaupt erfolgreich Fußball spielen zu können. Ja, und es gibt natürlich auch Ursachen und Gründe, warum das da in Köln nicht funktioniert hat, wenn man halt nach 5 Minuten 3 Tore bekommt. Das führt auch zu einer Lähmung, auch bei Profis. Da ist ein Schockzustand da, aber das muss aus den Köpfen raus und am Samstag ist wieder ein neues Game und da geht es darum, tatsächlich über diese Grundtugenden ins Spiel zu kommen. Und ich habe der Mannschaft auch gesagt, sie hat die falsche Reihenfolge gewählt. Sie hat versucht, die Dinge fußballerisch zu lösen, weil wir in der Vorbereitung auch viele Dinge fußballerisch gelöst haben, aber das funktioniert halt nur in der richtigen Reihenfolge und die Reihenfolge geht so: Laufen, Kämpfen, Teamgeist, füreinander da sein auf dem Feld und dann kann man die Dinge, die man sich erarbeitet hat, in spielerischer Hinsicht, die kann man umsetzen, weil natürlich auch vermehrtes Zweikampfverhalten und auch positiv geführte Zweikämpfe führen zu erhöhtem Selbstvertrauen. Man ist sicherer, man ist besser in dem Spiel und dann kann man diese spielerischen Dinge umsetzen. Die Mannschaft wollte viel und sie hat sich viel vorgenommen und selber deshalb war sie auch so geschockt, dass es so nach hinten losgegangen ist. Aber wir haben die Dinge analysiert und erarbeitet, auch alles ganz in Ruhe und dann, das ist die Haupterkenntnis, ja? Dass man die Dinge nicht mit spielerischer Lösung in der dritten Liga zuerst versucht zu lösen, sondern dass man über den Kampf, im Einsatz, Laufbereitschaft ins Spiel kommt und dann die anderen Dinge macht. Hansa Rostock, ich sage das auch nochmal, das habe ich auch vorher gesagt, das ist eine Mannschaft, die mehr oder weniger immer über die Physis kam, in den letzten Jahren auch in der dritten Liga, die unglaublich stabil war, gerade in der Defensive. Und da ist jetzt diese 5 Tore, das ist eine richtige Klatsche, auch das sind mehrere Schläge ins Gesicht, die der Mannschaft einfach auch gezeigt haben, so geht's nicht. Wir müssen ganz klar die anderen Dinge wieder in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das hat das Team auch verstanden. Jan, noch eine Frage. Du hast dich ja nach dem Spiel auch ganz bewusst und offensiv, was so die Kritik angeht, selbst mit eingeschlossen. Bist du in der Analyse eher darauf gekommen, dass du bei dir in der Kritik eher da ansetzt, dass du sagst, das hat vielleicht in der Art und Weise, wie du die Mannschaft mental oder taktisch eingestimmt hast, nicht gestimmt, oder was die Personalitäten auf dem Platz angeht? Nein, also wir sind da schon auch kritisch mit uns umgegangen und haben auch das Spiel aufgearbeitet, aber es ist jetzt nicht so, dass wir an einem Punkt hängen geblieben sind und gesagt haben, das war jetzt hier der Hauptfehler, ja, sondern ich glaube, und das war eigentlich auch eher meine Intention, wenn ich mit der Mannschaft 5-1 verliere, dann bin ich genauso Teil der Mannschaft wie in einem Sieg.
Ja, und ich bin Teil der Gruppe und genauso wie das Trainerteam, genauso wie das Funktionsteam und alle in dem Verein da dabei sind, bin ich natürlich auch dabei, wenn ein Spiel verloren geht. Und wenn man 5 Tore kriegt, dann kann man auch sagen, ja, wir haben irgendwas ja auch verkehrt gemacht. Und klar, das ist so. Vielleicht jetzt nicht im Detail dieses oder dieses Ding, aber im Gesamtpaket hat irgendwas dazu geführt, dass wir das Spiel so deutlich verloren haben. Klar. Also war alles so ein bisschen? Vermutlich schon. So viel bisschen, dass 5 Tore dabei rausgekommen sind. Adrian Wittwer. Ist es vielleicht auch hilfreich an irgendeiner Stelle, dass es 5 Dinger waren, damit man sich nicht irgendwie in die Tasche lügen kann und sagen, ach, wenn jetzt hier der Schiedsrichter ein bisschen oder wenn dieser Fehlpass nicht gewesen wäre, sondern dass man gar keine einzige Ausrede hat? So ist es. Komplett richtig. Es gibt überhaupt keine Ausrede für das Spiel. Das ist so. Gut erkannt. Jan? Ja, das war zu sehen, dass ein bisschen was auch probiert wurde, umgestellt wurde. Kann es sein, dass möglicherweise wieder die Viererkette zum Leben erweckt? Müssen wir abwarten. Wir trainieren einfach die ganze Woche immer darauf hin, Dinge zu optimieren, auch zu verbessern. Da haben wir in jeder Grundordnung eine Menge Dinge, die wir verbessern können. Aber auf das Spiel auf Samstag würde ich da jetzt keine Rückschlüsse ziehen. Jan? Ja, über das Spiel am Samstag haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen. Was für eine Hansa-Mannschaft werden wir da sehen und wie kann man Osnabrück packen? Osnabrück hat einen Lauf, ganz klar. Die sind sehr physisch und auch sehr robust. Die haben vorne mit Alvarez, mit Safran, der ja auch noch bekannt ist, haben sie natürlich einen richtigen Ochsensturm. Die gehen drauf, die Jungs. Und klar, sie sind Fünfter. Die haben viele Punkte gesammelt. Es gibt aber schon ja auch die Möglichkeit, diese Mannschaft zu besiegen. Aber wenn wir immer davon ausgehen, dass wir unser Spiel spielen, unsere Grundtugenden reinhauen, als Mannschaft komplett und kompakt auftreten. Man braucht eine große Kompaktheit, weil sie natürlich auch über die Außenpositionen kommen. Sie versuchen schnell die Stürmer in Bewegung zu bringen und anzuspielen. Vor allen Dingen geht es um Kompaktheit, aber wir werden auch ein Zeichen setzen, dass wir bereit sind von Anfang an. Adrian. Sie sagten vorhin, es muss die Reihenfolge geändert werden. Erst das Kämpferische, dann das Spielerische. Wie passt denn da die Verpflichtung von Ronny Gabuszewski rein, der ja seine Stärken eindeutig im spielerischen Bereich hat? Ja, also es ist ja so, dass jeder Spieler bei der einen Geschichte mehr Qualitäten hat als auf der anderen. Aber wenn wir den Ball erkämpfen oder wenn wir ihn erkämpft haben, dann müssen wir ja auch Spieler bei uns in den Reihen haben, die den Ball länger halten. Es ist so, wenn wir dann den Ball erkämpfen, dann ist es auch so in Köln gewesen, dass wir zu wenig Spieler hatten, die den Ball dann von Blau zu Blau gebracht haben. Wir haben ihn einfach, sprich, viel zu schnell wieder verloren. Und das muss sich natürlich auch klar ändern. Ich glaube, dass der Ronny uns mit seiner spielerischen Qualität da helfen kann. Also wir werden jetzt ja nicht da irgendwie 11 Bulldozer aufstellen, die haben wir ja auch gar nicht. Also wir versuchen es ja weiter mit Fußball, aber ich weiß nicht, man kann das ja auch nicht so trennen. Das Fußball ist ja einfach auch immer noch ein Laufsport und ein Spiel, was über Aggressivität entschieden wird. Ja, und man kann auch über Taktik und Zahlen, und ich weiß auch, alle reden immer gerne über Taktik und Grundordnung, aber dieses Spiel ist ganz einfach. Es ist immer so, man kann so viel über Raumdeckung sprechen, wie man möchte, aber Raumdeckung ist nichts anderes, als wenn ich meinen Gegenspieler in meinem Raum 1 gegen 1 weiter bekämpfe. Das ist immer noch gleich. Es sind immer noch 10 Feldspieler plus einem Torwart. Und es ist egal, ob 4 hinten spielen, 3 hinten spielen. Das hatte mit der Abfolge der Tore in Köln nichts zu tun. Da kann ich Sie beruhigen. Adrian. Wie weit ist die Entscheidungsfindung beim Schweden? Bei Christa Josef? Ja, sind wir noch am Überlegen. Also ist sicherlich ein guter Spieler, aber so wie ich das heute bei Ihnen auch gelesen habe, haben wir das auch da wieder richtig erkannt, ist physisch nicht unbedingt so der Zustand, dass man sagt, der hilft uns jetzt ganz genau auf dem Punkt jetzt weiter. Da muss man mal sehen, wie es so entwickelt, auch die Gespräche, was da für Vorstellungen sind. Und wir haben einfach noch 1-2 Tage Zeit, um da ganz in Ruhe zu entscheiden. Keine weiteren Fragen? Dann vielen Dank und ein Hinweis sei noch erlaubt.
Wir haben eine kleine Aktion mit der Osnabrück-Karte. Bekommt man bis zu 5 Euro Rabatt für das nächste Heimspiel, und zwar auf das Ticket für Aalen. Da freuen wir uns, wenn das verbreitet wird. Vielen Dank und bis Sonnabend.